Mit Sandy Mont-Litzeburg als eine Assoziation, die den Ärmsten an uns hilft. Hier hat Ziel also, die Leute, die es sich nicht leisten können, gesundheitlich zu versorgen. Ihren 10. Geburtstag haben sie nur am LGE gefeiert. Und das an der Präsenz von Familien- und Gesundheitsminister, mehr aber auch der Grand Duchesse Maria Theresa. Ich besuche also am LGE, wo ein Direktor Pascal Bermes, Grand Duchesse Maria Theresa, Gesundheitsminister Paulette Lehnert, Familienminister Max Hahn und den Escherburgemeester Georges Michaud empfangen hat. Für den 10. Geburtstag von Médecins du Monde Lützeburg zu feiern, hat die Science Akademik mit einer ganz emouvanten Theatervorstellung von der Valérie Botzon angefangen. J'ai un souci, J'attends un logement. Voilà, toujours rester digne, impeccable et tout ça. Alors, j'avais réussi à être digne, à mettre ma petite veste de tailleur. C'est dur la rue. Voilà, ça rend dur. C'est la mort en fait. Voilà. À peine 18 ans. J'observe les gens. Sie hat eine ganz dramatische Art und Weise, dem Publikum zu verstehen, was der Tisch auf der Straße zu leben. Center als eine Gründung engagiert mir als, für das alle Menschen, die als Lützeburg lebt, Zugang wird zur Gesundheit. Gesundheit als Weltgesundheitsorganisation in Zustand für physische, psychische und soziale Wohlbefinden. Also in Haplet-Way war Center hier immer. Wir müssen einen Zugang haben zur Gesundheit. Für die Vereine als Lützeburg, das tun wir leider nicht. Das ist nur bestimmt 100, das ist schon seit der Jahrzehnten. Und wir haben das immer nicht in den Vordergrund gestellt von unseren Aktionen. Da daneben machen wir natürlich Swan. Wir haben eine Konstellation zu Bohnenweg und eine Konstellation zu Esch. An der Stadt, also zu Bohnenweg, sind wir all da aktiv. An den Konstellationen, wo wir dann Leute sehen, die kein Krankenkäse haben. Die bei uns kommen, die kein Darüber am Kap haben, zum Teil, die kein Revenue haben. Die Idee war vielleicht auch ein Revenue, weil sie schwarz schaffen, aber trotzdem kein Darüber am Kap haben, an den Autos schlafen zum Beispiel, für dort behandelt zu gehen, für benevolen Doktoren. Und wir haben dann noch ein ganzes Apotheke zur Verfügung von Medikamenten, die wir ihnen natürlich gratis dann zur Verfügung stellen oder gehen. Das Problem ist, wenn sie kein Krankenkäse ist, da gehst du recht dann bei den Doktor. Wenn es miserabel geht. Das heißt, du gehst immer recht dann, wenn es schon eigentlich zu spät ist. Und das darf man auch auf der Leben mehr. Du gehst nie bei den Doktor, wenn sie kein krank ist, wenn sie nicht viel Probleme ist. Ich sage, j'ai mal aux dents, je vous agresse pas. Pourquoi vous êtes comme ça avec moi? Was zum Beispiel ein riesiges Thema ist, bei der Zahndoktorei. Als Patienten haben alle gute Probleme mit den Zähnen. Und Zähne, wenn Zähne nicht gut sind, das macht enorm Probleme. Comme nos équipes. Dans les centres de soins, doivent refuser les patients trop nombreux à frapper à la porte. Nous devons leur dire non, désolé, revenez un autre jour, alors que nous sommes bien souvent leur seul recours face à la maladie. La situation au Luxembourg à l'heure actuelle est que beaucoup de personnes vivent chez nous sans accès à la santé, sans pouvoir aller chez le médecin quand elles sont malades. Et que ce sont des personnes qui vivent au Luxembourg souvent depuis très longtemps, depuis au moins plus d'un an, puisque les chiffres l'ont montré, et qu'elles ne peuvent pas se soigner. Elles rentrent aussi dans aucune statistique nationale, donc elles sont parmi nous, mais en même temps, on les croise dans la rue, mais elles n'ont pas de droits sociaux. Elles ne peuvent pas se soigner, avoir accès aussi à la prévention. Et qu'est-ce qu'on pourra faire enfin pour améliorer les vies de ces gens au Luxembourg? Alors ce qui est en train d'être fait, c'est justement la mise en place de la couverture universelle des soins de santé. Et l'objectif sera vraiment que le U, universel, soit vraiment développé et permette un accès aux soins à toutes ces personnes. Alle Menschen mit dieselbe Dignität und Pflicht durch Krieg und diese menschliche Dignität gilt es mit allen Mitteln zu respektieren. Es ist schon heute auf der Feier von ihren 10 Jahren ein ganz emovanten Vortrag von ihrem Präsidenten hören. Es war ganz gelungen, die heute Feier. Und wie gesagt, es ist ein guter Ding, dass wir auch weiter ganz gut zusammen werden schaffen.
Madame Lehnert, Ihr Mandat als Gesundheitsminister geht hier oben an. Hat Sie aber noch Wille, sich weiterhin am Gesundheitswesen zuletzt über Jean zu setzen? Also ich werde mich sicherlich weiter ansetzen, politisch. Schon mein Mandat werde ich unwollen als Deputiert. Auf der Platz werde ich die Sujet ganz genau suivieren. Mit Recht gibt es mal ein bisschen Zeit, mehr Schuhe auch noch mehr Zeit. Demnach werde ich mich auch mehr ansetzen am Assoziativen. Sicherlich ist das heute noch ein Bereich, wo wir heute sind, den wir ganz nah am Herz ist. Wenn ich da irgendwo kann helfen in Zukunft, werde ich das sicher machen. Mehr eine genaue Idee habe ich noch nicht. Was gibt dir der Assoziation Médecins du Monde wünschen? Ich ging Ihnen wünschen, dass Sie mit dem selben Ansatz weiter und hier arbeiten, der Rugi, wie Sie das bis jetzt gemacht haben, ob Sie es verlassen, wenn es darum geht, gerade denen am schlechtesten geht, heute zu Lützeburg zu helfen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Energie behalten, die Sie haben, weil die brauchen Sie. Das ist nicht selbstverständlich, für Sie unterstützt zu gehen. Sie sind extrem determiniert an dem, was Sie machen. Ich hoffe und ich wünsche Ihnen, dass Sie die Energie halten, die Motivation halten. Für 10 Jahre sind eben heute zwei Schloss gegangen. Hallo, feiern wir schon den 10. Anniversär an. Das, wie schon so dags gesagt haben, dürfen Sie am Anfang mit 10 Jahren nicht gehen. In einem Land wie Lützeburg darf das eigentlich nicht an dem Ausmaß sein. Dafür, das ist gut, dass es sie gibt, das ist wichtig, dass es sie gibt. Sie brauchen Kraft, aber langfristig wünsche ich mir für unser Land, dass wir sie vielleicht mehr brauchen in den nächsten 10 Jahren. Das ist ein ganz wichtiges Anniversär für mich und eine ganz wichtige Organisation. Weil das ist traurig, aber das ist eine Realität, dass wir müssen eine Organisation, eine fantastische Organisation wie Médecins du Monde haben, für Leute, die einfach durch die viele Soziale von Island gehen. Und ich fand das so traurig. Randy Schaas wird auf diesem Event noch profitiert, als noch weitere Informationen über die Fondation mitzudeilen. Mein Engagement für Frauen rundherum an der Welt, das nach mir wichtig für mich, de m'investir dans les femmes chez nous. Justement, je m'occupe des femmes dans le monde, oui, avec Stand, Speak, Rise Up, mais aussi, ça me donne d'autant plus de motivation pour m'occuper des femmes chez nous, à Luxembourg, qui sont dans le besoin.